Good evening and welcome. Lend me your ears. To prepare for the journey you are about to embark upon, it is crucial that we start at the beginning, in the very annals of history. Days of yore, chivalry, yada yada yada. What do you say we just skip to the good part? There was once a kingdom of such formidable wealth and high property values that its stalwart inhabitants overdeveloped it right into a real estate crisis. Using the power of magic or something, they propelled their castles into the skies. Thus was born the kingdom of Opulencia. Not bad, huh? Life in the new kingdom continued apace in the spirit of its founding. No castle was safe from the covetous gaze of its neighbor. Dudes were seriously up in each other's business. It was not long before the savvier Opulencians began to populate their homestead with all manners of minions and traps, seeking to guard their loot piles from more intrepid home invaders, like a bunch of cats guarding the warm spot at the edge of the bed. The promise of adventure and ill-gotten gains was a siren song to adventurers the world over. Using unspecified means, probably magic again or whatever, they set off in droves for the fabled kingdom in the clouds. In Opulencia, though, there was one game changer that separated the mighty from the mightiest, the successful from the super, a good PR team. Our tale begins in the offices of one such heroic agent, Cornelius Richling. Let's see what he has to say. I haven't had a client in weeks. This sofa needs reupholstering, these trophies need shining, and I haven't even commissioned a new self-portrait in 4 days. Never count out old Cornelius, though. I can smell the winds of change blowing this way. And they smell good. So, bevor wir jetzt da weitermachen, herzlich willkommen zu, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Irgendwas mit Mighty. Mighty Kingdoms. Heroes. Irgendwas mit Mighty. Ihr seht es im Titel vom Video. Das stimmt es dann sicher. Waffel habe ich das Spiel gesehen bei Steam. Es ist Open Beta. Und es hat lustig ausgesehen. Und wenn ihr am Vorspann gesehen habt, ist es auch ziemlich lustig. Und ich habe mir gedacht, ja, wieso nicht? Probieren wir es mal. Und jetzt Enter Name. Ich nenne mich wie immer. Kuma. So. Okay. Also. Ist klar gewesen. Dann Alternative, so. Der ist nämlich fast nie besetzt. Soviel ich weiß, kann man jetzt einen auswählen. Von denen da. Und es scheint, als wäre das exklusiv. Für was? Diamond Packs. Aha, also das müssen wir kaufen, weil es ist Open Beta und gratis im Moment noch. Und ja, mal schauen, wir nehmen mal Nahkampf. Magier. Fernkampf. I'm not so sure. Ich glaube, ich nehme mal den Knight. Sir Painhammer. Melee. Celebrity Sports Personality. Okay, ja, klar. Time to drop the hammer. Gets his good looks from Mom. Also, ich glaube, dann nehmen wir Unstoppable Wall of Punishment and Russell Dazzle. He's your first class ticket to Smash City, and if you're lucky, he won't even charge you for an autograph. Ich muss sagen, das tut nicht schlecht. New residents. One free hero, choose wisely. Ja, keine Ahnung, ich kenne mich überhaupt nicht aus, also nehmen wir einfach mal den. You choose the knight. Are you happy with your choice? Yep. Oh, hello there, stranger. Hello. Welcome to Cornelius Richling's Premium Talent Management and Real Estate Emporium. I am Cornelius, owner, founder, chief officer, and sole employee. Let me guess. You've come to Opulencia in search of fame, fortune, respect, and recognition. Am I right?
Ja, denk schon. Your silence is all the answer I need, compadre. I'll be the brains and you'll be the action hero. Brawler. See, there's a few small formalities we have to get out of the way before we can turn you loose upon this kingdom. I'm referring, naturally, to the small issue of my one-time retainer mandatory signing fee, opulence, your welcome tax, and advance exceptional performance bonus. I'd say the cost of the armor and weapons you're carrying should about do the trick. Okay. Don't worry, Pally. There's no better investment than one's own future. Now get out there and show me what you can do. Okay, I will. I will. So, movement. Left click on the ground to move. Okay, das ist schon mal nicht so schlecht. Das finde ich noch ganz gut. Whoa. Who's first? Don't worry. I'm first. There's plenty of pain to go around. Okay. Left click. Ah. Wow. Okay, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Longsword. Okay. Jetzt müsste ich nur noch irgendwie das Inventar öffnen. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Oh Gott. Okay, wir haben Life Crystals bekommen oder was? Life Crystal passt open. Kann man da nicht hin? Nein, da scheint leer zu sein. Also, was ich gesehen habe, ich spiele eigentlich. Wow. Nice. Geht eigentlich nur darum, dass wir bis zum Schluss gehen und Schätze klauen. Und uns selber das Schloss aufbauen, wo die anderen nicht so gut können ausrauben. Stairs? Ah, da Stairs. My, my, look at you! You handled that castle like a real professional castle handler! They have a word for hunks like you. Fierce. Simply fierce. Leider gestehe ich keine Ahnung, was fierce heißt. I don't know how Italian is, but you're looking a little light in the equipment department. I'm gonna have to teach you how to dress yourself, aren't I? Okay, come outside with me. Check it out. Opulentia. If you stick around with me, all this could be yours. For now, though, let's focus on getting you dressed. Okay. Inventor. Ah, da unten, okay. Equip an item. Okay, ich nehme mal Copper Ring von Dahi. Looking good, hot stuff. Danke. Waffe von Dahi. Und nehmen wir mal Longsword, Ceremonial Sword. Ich glaube, das ist, glaube ich, das Bessere. Und da noch. Hey. Komm da so. Jetzt. Habe ich nicht genug Ding, oder was? If equipped, blablabla, Level 1 Knight. Gott, ja. Okay. We're gonna need to beef up your skill set a little bit before we up the ante on your looting, though. But who can teach me such a skill? I hear you asking yourself in a desperate panic. Well, I'll tell you who. His name starts with a C and rhymes with Zornelius. Cornelius? Cornelius? This skill is gonna be so useful. You should be the one paying me. Right. You are the one paying me. Never mind. Hey. Did somebody say paying me? Oh Gott. Skills. Okay, mal schauen. Equip your new skill. Cleavage. Den wir da abziehen? Oder da an? Great! Okay. You're looking ready for more arm shooting. Come see me now. We have much to discuss. Now I've been shopping your name around town. Calling in some favors, pulling some strings. And I have some amazing news. Pull off one more successful attack, and I just might be able to score you a castle of your very own. Ooh, wie großzügig. Sorry, hä? There's no need to thank me, really. Your eternal gratitude and contractually bound exclusivity are all the thanks I need. Ready to enter into the exciting world of prime real estate ownership? Get your butt out there. Super. Ja, Firma geht da. Okay, mal schauen. Wir gehen wieder ins Castle rein, oder? Ah, vielleicht. You call this a castle? Super hard castle. Right click. Oh yeah! Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte mal kurz
Settings. Sound. Aber. Das ist auch für alles. Das ist blöd. Gameplay. Pick up everything. Okay, ja, das ist gut. Video. Das habe ich sowieso auf Dings. Mach mal 30. Da 30. 30. Configuration. High. Ultra. Mein PC haltet aus. Machen wir Ultra Rendering Scale. Kann ich nicht verschieben? Okay, ja, ich glaube, das ist gerade schon. Apply. Ja. Frag mich, was da gerade passiert ist. Ist jetzt das Spiel abgestürzt? Hoffe nicht. Komm schon, Spiel. Ich weiß, du schaffst es. Oder auch nicht. Ich glaube, wir sehen uns später nochmal. Ja, Leute, wir sind wieder da. Es scheint so, als hätte ich mir das Spiel nicht ganz vertraut oder mein PC. Wo ich alles aufs Mal geändert habe, jetzt habe ich Schritt für Schritt geändert, alles ist super. Ich weiß nicht, lustig, ist vielleicht immer noch ein bisschen laut. Und Bass ist halt nachher beim Programmieren. Was willst du? Kann ich dich auch angreifen? Nein, ich kann nicht. Ich kann dich angreifen. Dann halt nicht. Das ist wahrscheinlich eine von diesen Fallen jetzt. Also es gibt Fallen und einen Haufen Monster. Wie zum Beispiel das da. Oh yeah. Und wenn man das einfach durch das ganze Schloss durchschlägt, ich habe das Gefühl, es könnte mit der Zeit ein bisschen langweilig werden. Nein. Aber wir lassen uns mal überraschen. Und ich meine, solange es gratis ist und Beta und Camera Rotation. Moment, W und E. Wer hat sich der Scheiß ausdenken? Okay, das funktioniert schon mal nicht schlecht. Wohin müssen wir eigentlich? Ich habe das Gefühl, dahinter geht es noch weiter. Aber auch nicht. Nope, hätte noch so ausgesehen. Also da können wir mit Q und. Nein, mit W und mit E. Wow. Kann man also die Kameraposition ändern? Das ist sicher nicht ungeil. Ah, wenn denn hier? Ihr sind nur Hühnli, hallo? Bagag, bagag! Bagag, 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 bagag! Aua! Hör auf! Hör auf! Aua! Ich mag da nicht, wenn du mich. So. Ich frage mich, was braucht denn da Ding? Also, jetzt. Ah, es hat ein Cooldown, okay. Weil so Attacken kann man einfach die ganze Zeit spammen, da wäre voll behindert! Thank you, Mr. Floating Orb! Mr. Floating Orb? Kannst du mir da mal nochmal zeigen, wo das Floating Orb hat? Geht's da irgendwo noch ein bisschen anders? Das ist eine schöne Aussicht jetzt schon. Kann man da immer rein und rauszoomen? Okay. Banger. You have found Banger. Ja. Sterben alle. Oh, you have reached level 2. Tun wir mal kurz ins Inventar. Es ist coming soon. Coming soon. Objectives und Battle. Okay. Ich frage mich, was da rechts ist. Ist das. Ah, das ist ein Combo. Oh fuck. Hau ab, hau ab, hau ab. Wo ist meine Lebensanzeige? Wo ist meine Lebensanzeige? Kann man da mal überzeugen, wo meine Lebensanzeige ist? Ah, der glaubt da links oben, hä? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo meine Lebensanzeige ist. Ich habe jetzt auch gar nicht geschaut. Okay, immerhin, wir haben es geschafft. Hey! Alt plus 1, 2, 3. Alt, 1. Alt, 2. Ja, fast. Falls es bei euch jetzt kurz schwarz geworden ist, das liegt daran, dass bei mir Alt 2 auf einem anderen Desktop liegt. Und hoffentlich hat das Spiel jetzt sich nicht wieder aufgehangen. Du verarsch mich nicht, komm schon. Äh,